Hallo, hier sind wir wieder. Wir haben jetzt Mitte Dezember und nachdem wir unsere versunkene Stadt in Epidaurus verlassen haben, haben wir mehrere Tage, bedeckte Tage in Nafplio am Hafen verbracht. Das Wetter war nicht so schön. Wir haben da auf unsere Brillen gewartet. Eine davon kann ich jetzt gut gebrauchen, da wir jetzt die Sonne zurück haben. Wir haben die Füße im Wasser und haben Badewetter hier an diesem Traumstrand und wünschen euch alle aus der Sonne einen wunderschönen vierten Advent. Und was wir in der Adventszeit hier erleben in Griechenland, das seht ihr jetzt in unserem Video. Wir sind Martina und Bernhard. Reisen war und ist unsere große Leidenschaft. Unsere aktuelle Tour führte uns durch Afrika und Asien zurück in die Mitte Griechenlands. Kommt mit und seid dabei. Ja, it's better. It feels better. I have to feel it somehow. Yes, but you have to wear them correctly behind your ears so they lock. Yeah. Der Grund, warum wir so lange in Nafplio waren. Einmal die intelligente Brille zum Lesen und einmal Stubenfliegepunk gegen die Sonne. Na? Also, ich habe auch zwei Brillen. Nämlich einmal eine schöne Brille zum Autofahren ohne Kratzer. Gucci Knucci. Dunkel auch nach, wenn es hell wird. Also ganz toll, ich bin sehr zufrieden. Und dann noch eine grüne Sonnenbrille. Nachdem wir drei Tage in Nafplio am Hafen auf die Fertigstellung unserer Brille gewartet haben, zieht es uns jetzt weiter, ca. 200 Kilometer Richtung Süden. Silence is everywhere and you're not. Wir fahren die meiste Zeit über die Autobahn und nur am Anfang und am Ende der Strecke fahren wir auf einer gut ausgebauten Landstraße. Das Wetter wird mit jedem Kilometer besser und als wir unser Ziel, unseren Stellplatz erreichen, scheint bereits die Sonne. Für die nächsten Tage stehen wir an einem Feldweg, der nur von den lokalen Bauern benutzt wird. Unser Ausgang vom Wohnmobil geht direkt Richtung Strand und wir haben einen wahnsinnigen Blick aufs Meer. Direkt gegenüber von unserem Übernachtungsplatz liegt die Insel Elafonissos. Bei unseren Spaziergängen am Strand entlang finden wir eine sehr große Schildkröte, die aber wahrscheinlich schon vor einigen Tagen verstorben ist. Oh,
Das Wetter und das Wasser sind noch so warm, dass ich die nächsten Tage mehrmals am Tag noch schwimmen gehen werde. Es ist einfach wunderschön hier Mitte Dezember. Wir haben heute den 16. oder den 17. Dezember. Im Kleid hier mit den Füßen im Wasser am Strand zu sitzen, mit dem Blick auf Elafonissos, das ist da hinten. Das ist so eine kleine Insel, da ist eine große Sandbank. Man kann nicht rüberlaufen, vielleicht im Sommer rüber paddeln. Aber jetzt fährt eine kleine Fähre, die da hin und her fährt. Wir haben es noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir es noch, mal sehen. Die Gegend hier ist traumhaft schön. Es gehört zu den südlichsten Teilen vom Festland von Griechenland. Und es ist so ein richtig warmes Eck. Es ist der mittlere Finger der Peloponnes. Und das Klima ist ganz, ganz wunderbar. Wir hatten gestern ein bisschen Wind, es war aber auch schon warm. Und heute hat jetzt der Wind aufgehört und wir haben gute 20 Grad. Und nach den Tagen, die wir jetzt in Nafplion verbracht haben, mit leckerem Essen, aber doch ein bisschen bedeckt, dachten wir schon so, Winter jetzt, es ist hier auch so ein bisschen trüb. Und jetzt wieder so ein Wetter, nur 200 Kilometer weiter. Traumhaft, wir stehen hier völlig unbehelligt, wir haben Wasser. An der Dusche ist das Wasser an und da ist sogar ein Schlauch. Und wir haben hier auch schon den örtlichen Bauern getroffen, dem die Felder hier rundherum gehören. Der war sehr freundlich und der hat uns dann auch gesagt, im Sommer ist es also absolut nicht erlaubt. Da kommt wohl die Polizei, wenn jemand hier kommt, und schickt die auch weg. Aber jetzt in der Off-Season sind die hier sehr tolerant und es ist kein Problem, wenn man sich an ein paar Regeln hält, und das tun wir. Und so genießen wir jetzt noch mal einen kleinen Spätsommer im Winter mit Schwimmen. Wir waren sogar im Wasser, oder der Bernhard war im Wasser. Spazieren gehen am Strand und einfach ein bisschen genießen, bevor wir dann die Tage weiter wollen nach Monemvasia. So. Also für Ende Dezember, ist der offen? Der ist auf, ja. Einmal Rosé. Der ist von dem Weingut, wo wir die Weinprobe gemacht haben. Ja. Wohl. Wir trinken unseren Roséwein aus dem Weingut von Korinth, war das, ne? Bei Korinth, Korinth, ja. In der neuen Sonnenbrille. Und dieses Wetter ist unglaublich. Ich meine, wir haben den 16. Dezember, wir haben einen ganzen Tag in der Sonne gebraten, haben jetzt 16:30 und haben jetzt unseren Tisch hier. Wir sitzen ja immer noch im Kleidchen. Ich habe schon einen Pullover hergerichtet, aber noch brauchen wir den gar nicht. Es ist noch so warm. Wir werden jetzt tatsächlich am 16. Dezember hier in Griechenland ein Sonnenuntergangsdinner genießen. Ich war zweimal im Wasser heute, weil es so warm war. Das Wasser ist wirklich nicht kalt, aber draußen war es so warm, dass ich wirklich zweimal ins Wasser gehen musste, um mich ein bisschen abzukühlen. Es ist wirklich fantastisch hier. Nachdem wir zwei, drei Tage in Nafplion kein so tolles Wetter hatten, aber wird jetzt alles entschädigt. Ich habe schon die Lampe hergerichtet für später. Ich bin mir nicht sicher, wie lange man wirklich draußen sitzen kann, weil die letzten Tage wäre es von den Temperaturen her zwar gegangen, aber es war so windig. Aber wir haben schon einen Pulli und die Lampe hergerichtet und wir haben unsere Gambas und jetzt werden wir gleich grillen. Und vielleicht können wir tatsächlich auch noch draußen sitzen, wenn die Sonne schon weg ist. Also ich bin ganz begeistert. Es ist so ein toller Platz hier. Wirklich unglaublich. Wir haben auch gar nicht viel gemacht heute eigentlich, ne? Eigentlich gar nichts. Wir haben uns eingeschmiert wieder. Wir haben uns tatsächlich eingeschmiert, weil es so warm war. Also. Die Gambas dicken Knoblauch eingelegt. Und das riecht bei uns heute keiner mehr. Ein einziges, den wir die letzten zwei oder drei Tage gesehen haben, ist der Bauer, der hier ab und zu mal auf und ab fährt. Der winkt immer freundlich, der ist recht nett. Mit dem haben wir uns ja schon unterhalten. Sonst ist es eigentlich eher eine einsame Angelegenheit hier.
Wasser. Und das wird unsere dritte Nacht heute Nacht. Das heißt, wir sind schon zwei Nächte hier. Ja, wir haben vorher Nafplion nur richtig dick auf dem Markt eingekauft. Das heißt, wir haben alles voll. Wir können uns die nächsten, oder wir haben uns jetzt... Da kommt der Bauer. Ja, da kommt er wieder angefahren. Mhm. Ja. Komm, so einen alten Bulldog, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber so einen alten Bulldog, voll süß. Ich wink mal freundlich. Ja, wir werden auf jeden Fall noch bis morgen hier bleiben. Morgen ist Samstag. Nee, ja. Wahrscheinlich bleiben wir bis Sonntag mal hier. Mal sehen, wie lange wir es denn noch aushalten. Morgen soll das gleiche Wetter sein wie heute. Solange so ist, gehe ich nicht weit. Wir haben ja noch einen Schafskäse von Nafplio vom Markt. Und noch den leckeren Sirup aus der Türkei. Den benutze ich sehr viel für Salat. Ein Granatapfelsirup schmeckt immer sehr lecker. Da braucht man eigentlich fast kein Essig mehr. Bereits schon Nachmittag, 3 Uhr, und wir haben heute eigentlich noch nichts gemacht, außer unsere Liegestühle vom Strand hin und wieder zurückzutragen. Und jetzt haben wir beschlossen, bevor wir weiterfahren, wollen wir doch mal noch davor schauen nach Ella von Nisses, wo der Hafen ist, ob man da vielleicht rüberfahren kann oder wie es da so ist. Wir machen jetzt mal eine kleine Quad-Tour, damit wir wenigstens mal aus der Sonne sind. Wir sind nämlich schon ganz braun gebrannt. Wir sind jetzt hier am Fähranleger von Ella von Nisses. Und da vorne kommt gleich die Fähre und verbindet die Insel mit dem Festland. Wir haben beschlossen, nicht rüber zu fahren. Es ist extrem ruhig und ich glaube auch nicht, dass drüben großartig ein Restaurant offen hat. Wir verschieben es auf ein anderes Mal. Wir genießen jetzt noch das schöne Wetter und das blaue Wasser, das selbst hier in diesem kleinen Hafen extrem glasklar ist. Ich weiß nicht, mit dem Wohnmobil kann man wahrscheinlich auch rüberfahren. Ich denke aber, für uns ist es nichts, weil wir ja so einen extremen Überhang haben und dann noch einen Anhänger. Und seit unserem Kupplungsschaden versuchen wir dann solche Touren auch ein bisschen zu vermeiden. Deswegen, heute ist nicht alle Tage. Ein anderes Mal fahren wir darüber. Und wenn einer von euch schon mal drüben war oder rüberfährt, dann sagt uns Bescheid, wie es war. Eigentlich wollten wir ja nur ein bisschen spazieren fahren, aber wir haben jetzt hier so 5 Kilometer von unserem wunderschönen Platz in Neapoli Viori, so heißt die kleine Hafendörfchen, Fischerstadt möchte ich fast nicht sagen, das ist ein Dörfchen. Und hier haben wir jetzt am Hafen so ein Restaurant gefunden, hier hat noch einiges offen, richtig nett. Und da essen wir jetzt ein bisschen Pulpo und ein paar Muscheln. Es ist ja quasi nur von hohlen Zahn. Aber es ist so schön, hier in der Sonne zu sitzen und einfach was zu trinken und den Blick übers Meer schweifen zu lassen.
vom Essen. Wir sind quasi von unserem Strand in beide Richtungen gefahren. Das sind so jeweils, naja, unter 5 Kilometer. Ist ein Weg am Strand entlang. Einmal sind wir darüber gefahren. Da hinten war die Fähre, wo die Insel ist, Elefanissos. Und dann sind wir in die andere Richtung. Könnt ihr vielleicht da hinten die weißen Häuser sehen. Da ist Neapoli Vio, wo wir eben gegessen haben. Jetzt sind wir wieder zu Hause, genießen noch einmal den Sonnenuntergang hier an diesem schönen Ort. Morgen soll es noch mal richtig schön sein, auch noch mal über 20 Grad. Wir werden aber nach dem Frühstück Richtung Monemvasia aufbrechen. Und wenn ihr dabei sein wollt bei uns in Monemvasia und hier in Griechenland, dann reist mit uns weiterhin durchs wunderschöne Griechenland. Bleibt dabei und seid dabei.